diese kurze Zeit des Arbeitens, dass man sich an einem ganz bestimmten Ort befindet und dann aber auch wieder geht, fand ich jetzt für meine erste Residency-Zeit hier sehr prägend. Treppenhaus als Atelier, vielleicht mal als erstes hier der Ort, weil das eben so unterschiedlich ist. Treppe rauf, Treppe runter. Als ich das erste Mal hier war, ich dachte so, was soll ich hier noch machen? Hier ist doch alles schon da einfach. Gut, nach dem ersten Scheitern hat es ja dann auch gleich geklappt. Aber das ist halt das Geile an der Kunst, das muss man schon machen, damit man es sieht. Wir haben in der kurzen Zeit haben wir jetzt knapp 700 Besucher gehabt. Wir haben ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Die Bildhauer und Maler, die hier waren, die konnten hier sich frei entfalten, konnten experimentieren. Ich meine, die Motivation, das anzugehen 2012 als Idee, das war ja weder von uns jetzt eine lukrative noch irgendeine zielgesteuerte. Das war wirklich so, Mensch, hier gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Orte und auch eigentlich so viele Interessierte, aber einfach viel zu wenig Künstler und viel zu wenig Auseinandersetzung. Und da muss vielleicht einfach nur so ein Startschuss entstehen, weil das ja wie mit den Lemmingen ist. Wenn einer läuft, laufen alle dahin. Irgendwo hat es immer angefangen. Ja, jetzt weiß ich auch, warum wir hier auf der Tatanbahn sind. Gleich kommen sie. Ja.